Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen spannenden Thema. Ja, nachdem der Ausbau der Balkantrasse zu einem Rad- und Wanderweg in Burscheid, in Wermelskirchen und auch Remscheid bereits läuft, rückt das Ziel, auch das noch verbleibende Leverkusener Teilstück zu verwirklichen, immer näher. Und zum Thema begrüße ich jetzt zwei Gäste, und zwar vom Verein der Freunde und Förderer der Balkantrasse e.V., nämlich einmal Otto Reintjes und Petra Haller. Schön, dass Sie da sind. Frau Haller, was ist eigentlich die Balkantrasse genau für die, die es bisher noch nicht mitbekommen haben? Unter der Balkantrasse versteht man die alte Bahntrasse zwischen Leverkusen-Opladen und Remscheid-Lennep. Die ist 1881 eingeweiht worden und das letzte Teilstück ist 1994 stillgelegt worden. Seitdem lag es brach und da soll jetzt eine Rad- und Wanderweg draus gemacht werden. Und warum hieß die Bahnstrecke damals schon Balkantrasse? So genau weiß man das nicht. Dieser Name existiert seit den 30er Jahren. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die Landschaft einfach an den Balkan erinnert. Aber es gibt auch die Theorie, dass da sehr viele Leute aus dem Balkan die Strecke benutzt haben. Oder dass es eine Verballhornung des Wortes Balkon ist, weil man teilweise von der Strecke einen sehr schönen Blick auf den Rhein, auf Köln und dergleichen hat. Also eine sehr schöne Strecke. Wir haben auch Bilder vorliegen in der Regie, die können wir mal kurz zeigen. Dann können Sie uns vielleicht mal kurz anhand der Bilder erklären, wo die Balkantrasse jetzt genau langläuft. Die Balkantrasse, ja, von Opladen über Burscheid nach über Wermelskirchen nach Lennep. Das ist eben der Beginn. In Opladen beginnt ja das Bergische Land, also ein Tor zum Bergischen Land kann man es praktisch bezeichnen. Ein sehr schöner Einstieg, um ins Bergische Land zu kommen. Und die Balkantrasse ist eben Teil des Alleenradweges, eines Programmes in Nordrhein-Westfalen, wo eben landesweit die Bahntrassen ausgebaut werden sollen. Mhm. Und die Balkantrasse wird ja jetzt asphaltiert. Also wer wird sie dann voraussichtlich nutzen, außer jetzt Radfahrer? Also interessant ist es für alle, für Radfahrer, für Wanderer genauso. Aber es wird auch so eine Qualität haben, dass eben auch Inlineskater, Rollschuhfahrer und natürlich auch Behinderte mit Rollstuhl den Weg benutzen können. Mhm. Herr Reintjes, was bietet die Balkantrasse denn jetzt der Stadt Leverkusen? Ja, wie Frau Haller eben gerade schon gesagt hat, eigentlich mehr Lebensqualität für alle Bürger in Leverkusen, aber auch für die Menschen, die Leverkusen besuchen. Einmal im Alltag, die Menschen können einfacher zur Schule kommen, Kinder und Jugendlichen, fernab von den verkehrsreichen Straßen. Die Leute kommen einfacher zum Einkaufen. Das ist so ein Alltagsaspekt und zur Arbeit. Und in der Freizeit ist es natürlich ganz klar, man kann wandern, man kann Radfahren, man kann skaten, man kann joggen. Nicht nur in Leverkusen, sondern weit ins Bergische Land hinein. Und es ist natürlich ganz einfach ein Stück mehr Lebensqualität. Jetzt haben Sie eine rollende Demonstration veranstaltet, um auf die verkehrsbedingten Probleme hinzuweisen, die sich dann letztendlich für die Radfahrer von Burscheid nach Leverkusen ergeben. Wie kam die Demonstration an? Wer hat alles mitgemacht? Es war halt eine Idee in unserem aktiven Kreis, weil wir eben die Menschen in Leverkusen, aber vor allem natürlich die Politiker, die letzten Endes über die Bahntrasse entscheiden, aufmerksam machen wollen auf dieses bedeutsame Projekt. Das fand ganz großen Anklang, dieser Radkorso. Wir waren über 120 Teilnehmer. Und wir behalten uns vor, sowas in Zukunft nochmal zu machen, um eben, wie gesagt, große Aufmerksamkeit zu bekommen. Sprich, kann man sagen, die Demonstration hat ihren gewünschten Erfolg auch erzielt? Ja. Wir konnten damit auf jeden Fall noch mal ganz deutlich machen, dass genau parallel zu dieser Balkantrasse kein vernünftiger Radweg existiert. Jetzt gibt es allerdings noch so ein paar Probleme, und zwar mit der Finanzierung. Das heißt, die Stadt möchte nicht mit einspringen. Dafür gibt es jetzt den Verein der Freunde und Förderer der Balkantrasse. Wie will der Verein das Projekt denn jetzt finanzieren? Eigentlich nur durch Spendengelder oder was haben Sie da? Also zunächst mal haben wir großes Verständnis, dass die Stadt nicht finanzieren kann. Die Stadt befindet sich im Nothaushalt. Deswegen haben wir den Förderkreis gegründet. Wir haben der Stadt zugesagt, dass wir die finanziellen Mittel aufbringen werden, die Eigenmittel, damit die Landesmittel in Anspruch genommen werden können. Insofern geht die Stadt überhaupt kein Risiko ein, weil die Stadt auch jederzeit von den Verträgen zurücktreten kann, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist. Also insofern hat die Stadt null Risiko zu tragen. Und wir im Förderkreis sind halt emsig dabei, über Veranstaltungen, Spendenaufrufe und eben die finanziellen Mittel zusammenzubekommen. Und gute Nachrichten, mittlerweile gibt es schon über 1100 Mitglieder. Das ist eine Menge. Auf der Website steht, glaube ich, noch 1000. Ja, aber mit jeder größeren Veranstaltung gewinnen wir einen ordentlichen Schwung dazu. Und am Wochenende war das wieder so. Also wir stoßen auf ein sehr großes Interesse innerhalb der Bevölkerung. Und ja, ein Förderverein, der es schafft, in
was sind es jetzt, 17 Monaten, noch nicht mal, ne? Über 1100 Mitglieder zu generieren, das kann sich schon sehen lassen. Was hat man denn für Vorteile, wenn man jetzt bei Ihnen Mitglied wird und wie kann man vor allen Dingen Mitglied werden? Vorteile, das ist halt ein Projekt, wo wir viele Unterstützer brauchen und die Mitglieder haben keine Vorteile, sondern sie unterstützen das Projekt. Sie haben nachher eben den Vorteil, dass sie einen wunderschönen Rad- und Wanderweg haben werden. Aber in erster Linie geht es eben darum, um die Eigenmittel zu erwirtschaften, um das Projekt realisieren zu können. Jetzt stand vor 2 Wochen in der Zeitung, die Stadt stehe kurz vor dem Erwerb der Trasse. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu? Das ist leider noch nicht so. Die Stadt bzw. die Politiker in der Stadt Leverkusen tun sich noch sehr schwer. Ich habe es ja vorher schon gesagt, wir wissen, dass es in Leverkusen größere Probleme gibt als diese Balkantrasse. Dafür haben wir auch Verständnis. Aber wenn man bedenkt, dass die Stadt hier ein 0%-Risiko eingeht, was die Finanzierung anbetrifft, erwarten wir von den Politikern ganz klar eine stärkere Unterstützung. Und ganz wichtig wird eben sein, dass die Kaufverträge noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wie gesagt, das müssen wir den Ratsfraktionen und politischen Parteien, aber auch jedem Menschen in Leverkusen noch stärker rüberbringen, dass die Stadt überhaupt kein Risiko eingeht, weil sie jede Menge Rücktrittsrechte hat. Ja, bitte. Es ist ja auch so, dass wir nur ein Viertel der prognostizierten Kosten aufbringen müssen. 3 Viertel der dann zustande kommenden Kosten würden ja vom Land über das Förderprogramm getragen werden. Und dieses Geld wäre ansonsten verschenkt, wenn es nicht dazu käme. Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Wann soll denn jetzt mit dem Bau begonnen werden und wann soll die Strecke fertig sein? So weit sind wir leider noch nicht. Zunächst mal müssen wir die vertraglichen Grundlagen geschaffen werden. Wir haben gerade davon gesprochen, dass die Verträge unterschrieben werden müssen. Wir hoffen, das wäre unser Ziel, dass wir in 2012 beginnen können mit dem Bau und dann 2013, dass dann die Trasse vielen Menschen zur Verfügung stehen wird. Dann drücke ich Ihnen dafür ganz fest die Daumen. Dankeschön, Herr Reinches und Frau Haller. Dankeschön. Ja, und wir kommen jetzt zu